Seid ihr herzlich willkommen. Ein Liebesorakel. Sein nächster Schritt. Wir schauen an seine Gegenwart, was er plant, welche Einflüsse hat er von außen, was wird er tun und wie sollst du damit umgehen. Das ist eine allgemeine Orakel, aber es besteht die Möglichkeit, dieses Liebesorakel buchen. Mein Honorar beträgt 10 Euro, aus der Schweiz 12,50 Euro wegen die Bankgebühren. Wenn das schnell gehen soll, kannst du jederzeit im Hotline anrufen. Ich bin täglich bis 23 Uhr erreichbar. Meine Nummer befindet sich Ende dieser Video. Und jetzt schauen wir an, was die Karten zeigen. Sein Gegenwart sehen wir hier. Das Herz bedeutet die Liebe. Mit anderen Worten, er liebt dich und er möchte, dass du auch deinen Gefühlen zeigst. Immerhin geben und nehmen muss im Gleichgewicht sein. Dieses Herz symbolisiert auch alles, was er mag. Das kann die Familie sein, das kann Freundschaften sein, das kann seine Arbeit sein oder sein Hobby sein. Im gesundheitlichen Bereich könnte diese Karte bedeuten, dass er alles im Herzen nimmt oder er hat Themen, was Herz und Kreislauf betrifft. Und neben uns ist die Straße und man hört schon, wenn da die Motorräder vorbeifahren, war ein bisschen laut. Aber zurück zu dieser Legung, also eventuell kann Herzerkrankungen und Heilung, Herzheilung auch bedeuten diese Karte. Aber in erster Linie zeigt dieses Bild die Liebe zwischen euch beiden. Welche Einflüsse hat er von außen? Hier sehen wir diesen Hund. Das kann Haustiere auch sein, Hund oder Katze oder anderen Tieren auch. Dieser Hund kann Freundschaften auch bedeuten und das ist jetzt eine herzliche Begegnung. Er fühlt sich wohl oder die Freunde haben einen guten Einfluss auf ihn. Aber zurück noch zu diesem Herz. Valentinstag nähert sich und ich habe ein ganz tolles Angebot, ein Liebesorakel und dazu entweder Astrologie, wo ich die Liebe anschaue, nach vedischer Astrologie und das ist eine sehr präzise Berechnung, oder ein Liebesorakel mit Kerzenmagie und übertrage ich die Liebesenergie. Oder eine Liebeslegung mit medialer Botschaft, ein Channeling, was euch beide betrifft, was die Liebe betrifft. Das ist die Thematik. All das für 15 Euro, die Legung und dieses Angebot noch dazu, Astrologie oder Kerzenmagie oder Channeling. Aus der Schweiz 17,50 Euro wegen die Bankgebühren. Und dann haben wir diese Liebesthematik oder Valentinstag auch erklärt. Also das Bild zeigt sein Gegenwart, das Hund die Einflüsse von außen. Was wird er tun in deine Richtung? Das zeigt hier diese Karte. Die Sterne bringen Glück. Das wird ein glücklicher Moment sein. Oder kann auch bedeuten, er ist glücklich mit dir. Die Sterne beschreiben auch die Vertrauen. Dieser Urvertrauen. Es wird alles so sein,
wie das im Sternen geschrieben ist. Beschreibt sogar die Zeitqualität, im richtigen Augenblick, im richtigen Ort zu sein. So wie das im Sternen geschrieben ist. Und was sollst du tun? Wie sollst du da reagieren? Das zeigen hier die beiden Karten. Nimm diese Schlüssel in Hand und sei selbstsicher. Selbstsicher, dass er treu ist, dass er dich liebt, dass er glücklich mit dir ist. Und kannst du diese Schlüssel auch benutzen? Das ist eine gewisse Diplomatie. Du kannst eine Tür schließen, etwas loslassen oder mal verschlossen sein, je nachdem, wie er mit dir umgeht. Oder du kannst mit diesem Schlüssel eine Tür öffnen. Das sind Chancen, Möglichkeiten oder ein Angebot. Und was euch beide betrifft, zeigt Offenheit. Oder du kannst es ansprechen, er soll offener sein und er soll über Gefühle sprechen. Und so kommt ihr zu diesem Leichtigkeit und Fröhlichkeit. Diese Karte bedeutet auch die Kommunikation. Was ich noch erwähnen möchte, ich freue mich sehr, wenn ihr folgt mich im Facebook, Dendera Medici oder Dendera Susanna Medici oder folgt ihr im Instagram. Ich freue mich auch, wenn ihr diesen Kanal weiterempfehlt oder abonniert oder kommentiert oder diese Video liked. Dafür bin ich sehr dankbar. Und ich fasse nochmal zusammen, was die Karten zeigen. Sei selbstsicher und diplomatisch. Kommuniziere mit ihm. Er soll über Gefühle sprechen. Er liebt dich, er ist treu. Die Freunde haben aber noch Einfluss auf ihn, aber das ist ein guter Einfluss. Und hier liegt das Glück. Und auch dieses Urvertrauen, es wird alles so sein, wie das im Sternen geschrieben ist. Natürlich kann diese beiden Karten auch bedeuten, er spricht über Spiritualität. Und ich wünsche euch alles Gute und alles Liebe, eure Dendera.